Herzlich willkommen in diesen wunderschönen Raum. Mein Name ist Andreas Rubi. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Schweizerischen Architekturmuseums zu diesem besonderen Vortrag. Das ist ein Vortrag, den wir einmal im Jahr machen, mit großzügiger Unterstützung der Müller-Mehlern-Stiftung. Und das Ziel dieses Vortrags ist es, oder diese Veranstaltungsreihe, besondere Figuren mit viel Potenzial im Architekturgeschehen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir haben diese Zusammenarbeit seit 2016. Das ist noch unter meinem Vorgänger, Hubertus Adam, entstanden. Und ursprünglich war die Idee mal, Star-Architekten nach Basel zu holen. Und als ich dann ins Museum gekommen bin, dachte ich mir, also Star-Architekten gibt es ja doch schon viel in Basel. Ich glaube, 11 Pritzker-Preisträger haben hier gebaut. Vielleicht müssen wir die nicht mehr nach Basel holen. Vielleicht müssen wir die Architektinnen und Architekten nach Basel holen, die vielleicht mal in 5 oder 10 Jahren Stars sind oder auf jeden Fall einfach wichtig. Leute, von denen wir heute hören sollten, auch wenn man vielleicht noch nie von ihnen gehört hat. So haben wir die beiden Vortragenden heute ausgewählt. Zwei junge Architektinnen, die ihre Karriere vor einigen Jahren begonnen haben, ein Büro aufgebaut haben, eine Reihe von Projekten gemacht haben und vor allem versucht haben, einen neuen Ansatz von Architektur zu definieren. Die haben beide versucht zu verstehen, was für Architektur wollen wir eigentlich machen, was ist uns wichtig und wie schaffen wir es, eine Praxis aufzubauen, in der wir diese Inhalte baulich umsetzen können. Diese beiden Vorträge heute werden in 2 Sprachen stattfinden. Der erste Vortrag wird auf Deutsch sein und der zweite auf Englisch. Ungewöhnlich, aber es gibt Gegenden in dieser Welt, wo Englisch nicht erste Fremdsprache ist, sondern vielleicht Deutsch näher liegt. Unsere erste Vortragende ist Saykal Tsunashova. Sie ist eine kirgisische Architektin, die in die Schweiz gekommen ist vor ein paar Jahren, um hier noch einmal Architektur zu studieren. Sie hatte bereits vorher in Bischkek, das ist die Hauptstadt Kirgisistans, Architektur studiert und hatte dort den Eindruck, man lernt über Architektur eigentlich nur in Konzepten, aber man lernt nicht wirklich bauen. Und dann dachte sie sich, okay, ich will richtig bauen lernen. Wo kann man richtig bauen lernen? Richtig, in der Schweiz. Ist in die Schweiz gekommen und hat sich dann eine Universität ausgesucht. Und sie gesagt, ja, ETH könnte man hingehen. Aber ich will eigentlich eine Schule finden, wo man wirklich bauen kann. Dann ist sie nach Winterthur gegangen, an die ZHAW. Interessante Bewertung unserer Bildungslandschaft. Und hat dort 2017, glaube ich, ihren Master gemacht und ihr Büro gegründet, das heißt Ökofaktor. Das verweist auf die Bedeutung des nachhaltigen Bauens in ihrer Architektur. Sie möchte... Das ist total okay. Mieke, bleib hier. Ich finde, dass der Raum ist hat eine gute Akustik und klingt sehr schön so. Sie möchte eigentlich auf eine radikale Weise ökologisch bauen und das übersetzt sie als in dem Sinne, dass sie so viel wie möglich auf moderne Technologien verzichtet, wo es möglich ist, traditionelle Bautechniken einzusetzen. Und das macht sie nicht nur im Bauten in der Schweiz, sondern auch in Kirgisistan. Sie baut in beiden Ländern gleichzeitig. Mal physisch, mal virtuell, also sprich ihre Präsenz ist mal physisch, mal virtuell an diesen Orten, aber die Gebäude sind auf jeden Fall immer physisch. Ich freue mich sehr, Saykal Tsunashova hier zu begrüßen. Nee, du machst das mit dem. Gut. Dann hast du einen frei. Prima.
Hallo zusammen. Eben. Es freut mich, dass es in einem familiären Rahmen stattfindet. Ich hatte Angst, dass es vielleicht unendliche Reihen gibt. Aber es ist schön. Ich sehe, ihr seid alle auch in meinem Alter. Ich bin mit 27 in die Schweiz gekommen, obwohl ich mein Masterstudium begonnen hatte mit 28 und 2012 habe ich mein Masterstudium abgeschlossen und dann 4 Jahre habe ich gearbeitet und in verschiedenen Architekturbüros und dann eigentlich mein Ziel war nie ein Stararchitekten zu werden, sondern eine gute Architektin zu werden. Das war immer mein Wunsch und die Person, die mich in der Schweiz auch geholt hat und diese Ausbildung ermöglicht hat, hat man auch gesagt, Eichel, du wirst wahrscheinlich einer der Besten, die er jemals in Kirgisistan gesehen hat in Architektur. Und darum hat er mir das dann ermöglicht. Aber ich wollte nie ein Star sein. Und ich bin froh, dass ich nicht als Star eingeladen werde, sondern als Beginnerin. Ja, und am Anfang werde ich wahrscheinlich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Normalerweise mache ich das Lifestyle. Schnell, zack, zack, 30 Minuten vorbei, habe ich erzählt und heute habe ich versucht, ein bisschen zu strukturieren mich. Ich habe ein paar Texte aufgeschrieben, seinerseits auch gleich zu übersetzen und für mich auch als Faden nicht zu verlieren. So, ich habe so meinen Vortrag als Streben nach Einfachheit genannt, auf reale Bedürfnisse der breiten Gesellschaft agieren. Es gibt ja eine kleinere Gesellschaft, die hat andere Bedürfnisse, Kulturstädte und so weiter. Aber ich meine eben anderen die Grundbedürfnisse. Und dann ist das wirklich auch günstig beim Bauen sein und auch beim Betrieb. Das wünschen immer meine Kunden, das stelle ich auch als Philosophie in meinem Büro und da bekommen spezifische Kunden mit diesen spezifischen Anforderungen. Und dann gratis so einen Energie gewinnen und speichern. Das kenne ich von Kirgisistan, die ist so sehr wichtig, sehr lästig und viel sein kann. Mit Lehm Innenqualität regulieren, das vielleicht viele von euch haben schon viel von Lehm gehört und von tollen Eigenschaften. Aber das werde ich heute nochmal sagen. Und mit örtlichen Kompetenzen arbeiten und verbessern. Also ich bringe meinen kleinen Anteil, was ich besser machen könnte, und dann lerne ich auch von örtlichen Fachleuten, Branchen, die ihre Handwerk gut kennen. Und Komplizen schaffen, das mitdenken, weil viele Lösungen sind nicht normgerecht, sind nicht sehr kompatibel. Und da brauchen wir Bauherren, die das machen wollen, trotz diesen Schwierigkeiten eventuell. Und Erfahrungen ohne Grenzen teilen. Und Grenzen meine ich damit nicht die Geopolitik, sondern Grenzen in unseren Köpfen und in unseren Gewohnheiten, raus aus dem zu gehen. Genau, Einfachheit ist bitte nicht mit Einfältigkeit zu verwechseln. Mir geht es um die Reduktion der Komplexität auf das Einfache und auch umgekehrt, nicht das Einfache kompliziert zu machen. Vielleicht nach dem Vortrag werdet ihr denken, der Vortrag war so einfach gestaltet und so einfach, der Inhalt war so leicht, aber ich habe sehr viele Stunden dran gebracht, dass es einfach ist. Und dieses Zitat habe ich mal gehört vor ein paar Jahren, wo diese Flüchtlingswelle war und viele Leute da im Meer starben. Und dann haben die Ärzte ohne Grenzen diesen Zitat in der Presse gesagt. Wir glauben nicht, dass Worte immer Leben retten können, aber wir wissen, dass Schweigen mit Sicherheit tötet. Das hat der Präsident der Organisation Ärzte ohne Grenzen gesagt, 1999. Und ich denke, vielleicht 2022 braucht es auch Architekten ohne Grenzen. Dann gibt es schon auch Ingenieure ohne Grenzen. Und ich meine,
Für mich bedeutet das einfach, nicht zu ignorieren, was jetzt momentan geschieht. Und nicht sagen, ich sehe nicht oder ich tue nichts. Als ein Beispiel, Kirgisistan scheint mega viel Sonne. Und 2018 war hier und auch in Kirgisistan eine Hitzesommer. Meine Kollegen schrieben, sie können nicht mal rausgehen auf die Straße und auch nicht ins Büro sitzen, weil es zu heiß ist. Und weil in Kirgisistan kennt man diese obligatorischen außenliegenden Sonnenschutzmaßnahmen nicht. Man baut einfach Verglasungen groß, hoch, weit und nicht so wie die gleiche Seite. Es muss einfach modern aussehen, cool aussehen und dann verbannen sie auch von ihnen die Vorhänge aufzuhängen und Jalousies aufzuhängen, das hilft doch nicht. Und dann habe ich das schon lange thematisiert und dann habe ich dann vorgeschlagen, dass es diese zwei ersten Teile sind von unserem damaligen Büro. Also meine Organisation, ich meine, ich bin in einem Verwaltungsrat von Non-Profit-Organisation in Kirgisistan und wir versuchen so verschiedene Themen in der Stadt zu sensibilisieren. Und da habe ich vorgeschlagen, 2019 auf diese Hitzesommer zu erinnern und habe gesagt, lass uns ein Präzedenz schaffen, eine Referenz mit Messungen. Wir haben dann nachher, also tatsächlich, ich habe dann vorgeschlagen, wir mieten solche Baugerüst und werden das mit Begrünungen machen und dann, wenn wir keine Begrünung finden, dann können wir auch mit Textilien etwas machen und dann messen wir das mit, dann haben wir doch Begrünung gefunden bei einer anderen Organisation, die für Grün sich einsetzt in der Stadt und dann haben wir Weidenreben bekommen und damit, also wir, ich war hier, sie haben das gemacht. Das war meine Idee und sie mussten das umsetzen. Und dann Weidenreben aufgehängt und dann mit Wärmebildkamera gemessen. Und dann war natürlich die Senkung der Temperatur an der Fassade und auch im Innenraum enorm schnell und enorm gut. Und die Klimaanlage durfte abgeschaltet sein. Da haben wir bewässert ein bisschen, damit es ein bisschen länger hält. Und so haben wir zwei Wochen lang experimentiert und gezeigt, wie wichtig das ist. Und dann habe ich hin und wieder gehört bei den Kollegen oder in meinem Umkreis, dass jemand habe etwas installiert bei sich zu Hause in der Wohnung und die Hitze überlebt und das hat doch etwas gebracht. Und dann wiederhole ich wieder diese Punkte, auf die ich dann nachher erzähle, mit den Projekten. Und 2019 war schon mein Umbau in Bauma bald fertig. Da habe ich auch das Einfache gemacht, was machbar war, ganz einfach. Das war so ein Umbau. Also ein leeres, hohes Raum. Und das war damals bewohnt, also nicht bewohnt, sie wohnten da nicht, aber man konnte dort wohnen, früher anscheinend. Und da war ein Ofen und der Wohnteil war eigentlich das. Und nach der Zusammenlegung von TEN, das heißt, der Wohnraum hat sich vergrößert, da musste ich den Ofen auch umplatzieren aufs Zentrum des Hauses. Das war auch für die Familie sehr wichtig. Der Ofen war sehr wichtig, das sollte das Herz des Hauses sein. Sie haben auch eine Grafik dazu gemacht, weil sie wollten dort auch kochen können, Pizza, Feuer sehen können und das der Ofen war das Zentrum. Und dann, dieser Ofen sollte auch das ganze Haus, das ganze Volumen beheizen. Und die Erschließung, über alle Geschosse, da Erstobergeschoss und Dachgeschoss, und das ist die vertikale Treppe,
wo wir sehr viel gearbeitet haben, weil die niedrigen Geschosshöhen schon vom Bestand, das waren 2,10 Meter Maximum. Und ich war die zweite Architektin eigentlich, weil sie waren schon mit einem anderen, ich glaube, das war kein Architekt, ein Zimmermann, ein Vorprojekt gemacht. Und er wollte eigentlich die normalen Geschosshöhen von 2,40 Meter und Zwischendecken von 20 cm machen. Und das heißt, die alte Struktur, die bestehende Struktur nivellieren. Und als ich dieses Vorprojekt sah, sie waren kurz vor der Baubewilligung, der Einreichung, und da habe ich gesagt, bitte das Haus retten, ich mache ein Vorprojekt, ein zweites. Ja, das habe ich dann bekommen anhand von einer Skizze, die ihnen gefallen hat. Und dann war ich die zweite Architektin. Und dann, ja, während dem Prozess, dann habe ich solche Bilder erstellt. Das sind so ganz einfache Archicad-Renderings, wo ich in 3 Jahreszeiten, also eigentlich März, September ist dieselbe Jahreszeit, von der Sonne stand. Und dann mache ich 4 Tage, also 4 Stunden oder 4 Tagszeiten von 10, 12, 14 und 16 Uhr, wie der Sonnenverlauf ist. Und wie ihr seht, das Haus ist sehr schön nach Süden gerichtet, also Südosten. Sonnenertrag ist sehr schön. Und da habe ich gezeigt, wie wichtig das ist, die Südverglasung zu öffnen und nicht wie üblich zu verschalten mit Holz, die Heimatschutz das verlangt. Und dann, wo wir das eingereicht haben, die Denkmalpflege hat das verstanden, hat bewilligt und da gab es ein Baurekursgericht, ich glaube, wie hieß das, also vom Heimatschutz, sie wollten das nicht. Und dann habe ich in solchen Simulationen dann gesagt, in heutiger Krise mit Energie kann ich nicht gratis Energie verschenken. Und dann der jungen Familie mit 2 kleinen Kindern möchte ich nicht, dass sie ständig das Haus heizen. Und dann haben wir das bewilligt bekommen, die untere Fassade nicht zu verglasen. Und das gilt jetzt auch für meine anderen Kollegen, die mit Umbauten arbeiten, um auch Argumente zu bringen, nicht zu verglasen. Und zum Beispiel, da sieht ihr unten so Werte vom Bauingenieur, vom Energieingenieur, Anforderungen von Energie und dann, was wir erreicht haben. Also weit, weit übertroffen. Aber wir haben kein Zertifikat beantragt. Das kostet ja auch 2.500. Ja. Und dann, wie gesagt, haben wir mit der Höhe zu tun gehabt. Der Bauherr war 1,90 Meter ohne Hausschuhe, mit Hausschuhen 1,92 Meter. Und der war mein Maßstab überall. Und dann habe ich geschaut, wie kann ich die Decken möglichst lang halten. Und die Tritten und die ganze diese Zusammenhänge von Tritthöhe und Trittbreite und auch in der Breite vom Treppenhaus, wie ihr seht, 88 cm. Das waren alle so Herausforderungen, die man schaffen musste. Und ja, wie ihr seht, hier unten ist 1,97 Meter Durchgangshöhe. Und in den Wohnungen, also im Ege, haben wir 205 bis zur Decke, nachher 10 cm Boden, Zwischendecke und dann 204 bis zum ersten Balken Unterkant. Und dann nochmal 10 cm Zwischendecke. Der erste Bauingenieur hat uns gesagt, das funktioniere nicht mit diesem Aufbau, den wir wollten, mit diesen Balken. Das vibriere alles, das geht nicht. Da haben wir das doch gemacht. Und das war sehr günstig. Also wie ihr seht, für alle sämtliche Zwischendecken. Beim Einkauf haben wir 8.700 Franken inklusive Mehrwertsteuer bezahlt. Und natürlich Arbeit. Denn jeder Balken wurde als einzelne Balken gesetzt. Das sind so Brettschichtbalken mit Doppelnut. Und die Überraschung für mich war, als es verlegt war, als wir angefangen haben,
ich war dabei und dann habe ich festgestellt, es fehlen noch diese, wie heißt das, die Kanten, ne? Die wurden abgebrochen vorher schon, weil das geht sowieso kaputt beim Transport. Und dann dachte ich, ja, diese Schlitz, was mache ich oben? Muss ich dann alles abschleifen lassen? Kostet auch Geld und Arbeit und Zeit. Und meine Bauherren haben dann geantwortet, dass sie finden das super, weil Staub und Dreck gehen zwischen den Legen da dazwischen. Sie können einmal pro Woche abstauben mit Staubsauger und dann geht es super. Das ist praktisch. Da war ich erleichtert. Und diese Balken waren auf einfache Metallwinkel gelegt und von unten jeweils nicht die alle Löcher wurden dann also befestigt. Ich glaube, alle fünfte haben wir dann von unten befestigt. Also man kann die jederzeit später wieder lösen, einzeln. Ja, und dann natürlich die Juwelierarbeit. Jeder Balken musste dann auf die bestehende Tragstruktur angepasst werden. Das ging dann auch noch. Ja, und dann das Fensterbank. Diese Fensterbank hat die Bauherrschaft schon früher gewusst, dass es das kommt, weil das Konzept ist von früh schon angelegt worden. Und sie haben diesen Fenster, also diese Platten, 3 cm Schiefer beim Regalwerk gekauft. Ich glaube, sehr günstig. Und das gilt dann auch als Passivsonnenkollektor. Das beheizt wird im Winter. Und im Sommer dann ist das eine Kühlfläche, die angenehm ist. Und wie ihr seht, fehlt hier auch Dampfabzug. Obwohl für die Familie das Kochen sehr wichtig war. Sie kochen sehr viel und es funktioniert trotzdem. Einfach Fenster öffnen und hier ist alles Lehmputz, das reguliert die Feuchtigkeit und Gerüche. Bei den Böden haben wir dann auf das, ich wollte so etwas Archaisches schaffen am Boden, etwas Brauchbares, weil das ist ein Boden auch von unten hier, wenn man vom Tent reingeht, dann geht man in den Schuhen, eventuell auch mit den Schuhen nach oben und dann hier ist auch mit den Schuhen. Und dann musste das ein brauchbarer Boden sein, etwas Massives. Da haben wir nach Lerche geschaut und ich habe dann von Südtirol eine Lerchenmanufaktur, die Laritz heißt, die nur mit Lerchenholz arbeitet. Da habe ich solche Dielenboden massiv. 21 cm breit, das ist recht breit. In der Schweiz hatte ich nur 19 und nur 21 mm, glaube ich, in der Schweiz. Und geseift, bestellt. Das war sehr gut. Und im Boden im Den auch dunkle Schieferstein, Bruchrohr, möglichst, dass es die Sonne speichern kann, aufnehmen kann. In diesen Maßen um 3 cm dick. Ja, die Nordfassade musste dann geschlossen sein, weil das Argument mit der Sonne funktioniert ja nicht mehr. Aber dann brauchen wir Sicht. Und dann musste dann auch, weil das Fenster im Badezimmer irgendwie nicht die Höhe, entsprechende Höhe hat und rausfallen könnte, wenn man das öffnet. Und dann mussten diese 12 cm Vorschrift gelten und dann haben wir so geschaut, dass wir zwischen dem Holzrost jeweils 6 cm haben, wenn sie später mal alles weiter raussägen können nach der Bauabnahme. Und dann hat man dann diesen von Diagonalen das Bild, also mehr Sichtweite, als wenn man das orthogonal einsetzen würde. Und meine Schweizer Handwerker haben gesagt, ja, das heißt, jede Horizontale müsste man dann exakt schneiden, damit die Vertikalen reinpassen. Das ist mega viel Arbeit und mega teuer. Und da haben wir genau bei dieser Firma Larix dann inklusive das Holzrost bestellt und so geschnitten und das wurde dann erträglich vom Preis. Und das ist unbehandeltes Lärchenholz. Es fehlt auch lang. Und dann würde ich euch empfehlen, wenn hier Architekten sind, aber auch Bauherren, im Badezimmer im Nassbereich so Kalksteinplatten statt
Plättli, also statt Keramikplatten einzusetzen, weil Kalk nimmt kein, also Kalkplatten nehmen keinen Kalk. Da setzt kein Kalk drauf. Die Irren müssen das nie putzen. Und sie haben dann statt die Steine, die ich angeboten hatte, sie haben gesagt, ah, das ist für uns zu gelb. Und sie haben selber geschaut, da haben sie so Traversinsteine gefunden. Da haben wir die Traversinsteine und vor ein paar Wochen war ich zu Besuch dort, um ein paar Aufnahmen zu machen. Und der Mann, der 1,90 Meter ist, er geht lieber hier duschen, weil nachher muss er nichts abputzen. Und das sieht immer noch schön aus. Außer beim Boden haben wir ein bisschen Pech gehabt mit dem Schiefer, schwarz. Aber für mich sollte das einfach von dem weitergehen. Und ja, so praktisch wie möglich. Also neben dem Ofen gibt es dann ein Tuch, trocknet das Haus ein bisschen so anhält. Und dann natürlich hocheffizienter Ofen, wie ihr seht hier, wenn ihr bei einem Haus oder Bauernhaus vorbeiläuft, könnt ihr achten, wie viel Holz gelagert ist, dann könnt ihr ein bisschen ahnen, wie viel das verbrannt wird, wie viel das Haus vom Brennstoff braucht. Und hier zum Beispiel, das ist etwa vielleicht noch ein bisschen so, also sie brauchen etwa so viel Holz pro Heizsaison. Und das ist nur, weil sie auch ein bisschen etwas feuern möchten. Sonst, sie haben gesagt, sie brauchen eigentlich im Winter nicht zu heizen. Das funktioniert so. Also das ist auch, der Ofen ist sehr effizient. Ich wollte heute ein bisschen mehr Details, ein bisschen mehr vom Praktischen mitteilen. Und der Ofenplaner, also ich meine, wenn wir Komplizen schaffen möchten mit dem Bauherrn, dann müssen wir auch sehr gute Argumente bringen und sehr gutes viel Wissen bringen, damit sie uns glauben, was wir wollen. Und auch mitziehen mit uns. Und wenn wir solche Argumente bringen, dann glauben sie uns an unsere Kompetenzen. Und egal welche Frage, jetzt war zum Beispiel das Ofen. Und ihr weiß vielleicht auch schon, wie das funktioniert mit dem externen Frischluftzufuhr und mit diesen allen Zügen, wie viele Meter das alles macht. Und jede Linie hat eine spezielle Temperatur. Der erste natürlich ist der höchste. Und dann beim Austritt vom Kamin ist dann lediglich 168,8 Grad Temperatur. Und das ist sehr wichtig, auch solche Sachen zu wissen und dann beim Besprechen bringen. Und zum Beispiel auch der Ofen kann Maximum 19 Kilo aufnehmen für Brennzeit, also am Anfang, und Minimum 9 Kilo. Oder auch solche Sachen zum Beispiel. Wirkungsgrad. Ist das hier auch auf diesem? Also Wirkungsgrad 82%. Genau, also so ein paar technische Details von einem Ofenplaner geholt und geplant mit dem. Und jetzt gehe ich auf meine erste Heimat. Inklusive Schule für Kinder habe ich letzten Sommer Anfrage bekommen, es soll eine Schule gebaut sein oder geplant sein zuerst, weil sie hatten damals noch kein Land. Aber sie haben 100.000 Euro mit Crowdfunding gefunden, das ist eine private Schule, also private Foundation, die mit Behinderten und normalen Kindern arbeitet, Waisenkinder. Und sie brauchten eine Schule für 90 Kinder, aber für 100.000 Euro habe ich gesagt, ich kann da nicht viel machen. Dann habe ich dann geplant angefangen und habe ich gesehen, ich kann doch 60 Kinder Platz geben. Ja, und dann zeige ich noch von der Baustelle. Und dann plötzlich beim Planen kommt man auf den Geschmack, dann möchte man auch einen Vorraum, dann möchte man noch einen Technikraum, dann kommt man auf eine Fläche von 420 Quadratmeter. Geplant war 350 für das Budget. Und dann habe ich mit einem Fachmann vor Ort geschaut, was er machen kann, mit Stroh, Lehm und Holz, also das, was er kennt, und Stroh vorhanden ist. Und Holz ist einfach ungehobeltes russisches Holz. Also wir haben keine Holzkultur in Kirgisistan, es wächst schlecht und wenig. Und dann holt man es aus Russland,
kein trockenes Holz wie hier und nicht gehobelt. Und darum ist das auch Lehm so wichtig, umso wichtiger mit untrockenem, also feuchtem Holz zu arbeiten, weil Lehm entzieht die Feuchtigkeit vom Holz und konserviert. Das ist zum Beispiel die Situationplan, die Erweiterungsmöglichkeit. Zuerst hatten sie das Land. Mir, also von den Fotos und Videos habe ich gesehen, sie haben so ein Stück Land, also von der Geometrie. Und als ich im August hinging, habe ich gesehen, das stimmt etwas nicht, die Geometrie ist längst. Dann haben sie herausgefunden, ja, das Land ist auch zu haben. Da haben sie auch irgendwie kaufen können oder auf Kredit nehmen können. Und dann heißt es, es gibt dann in der Zukunft dann diese Erweiterungsmöglichkeit. Und das Rote ist das, die erste Etappe. Und dann kann man das erweitern, jetzt zeigt es noch näher. Und wie ihr seht, mit der Sonne orientiert, Sonne gerichtet. Das ist sehr wichtig für Kirgisistan, weil ja, es gibt sehr viel Sonne dort. Und zum Beispiel jetzt mit den Kosten. Es kostet etwa, also die Bauweise, die wir jetzt machen, mit Stroh, Holz, Lehm, 60 Euro pro Kubikmeter. Das spricht etwa 238 Euro pro Quadratmeter. Und wenn ich das mit Backsteinen und Stahlbeton bauen würde, dann wäre das fast das Dreifache oder Doppelte Minimum teurer. Das hat mich auch ermöglicht, die Bauherrschaft zu überzeugen von der Bauweise. Weil das gilt als armes Leute, Materialien dort. Die werden meist schlecht gebaut und gehen auch schlecht, sehr schnell kaputt. Und dann gilt das als schlechte Bauweise. Und meine Aufgabe ist, also jetzt das Grundriss, das ist jetzt der mittlere Bereich. Und wenn das erweitert wird, kann man das einfach spiegeln und nochmal Klassen dazu hinzufügen und alles nach Süd orientiert natürlich. Und das wäre die Möglichkeit, ohne weiteres Budget für Planung, das nochmal zu machen. Und im Inneren habe ich am Anfang gedacht, es muss etwas Festes sein. Da habe ich mit Sichtbacksteinen gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, es gibt Filz. Filz ist ja auch ein wunderbares Material, mit dem ich mich jetzt sehr viel beschäftige. Für Verkleidung, wir kennen Lacaton Wasser in Paris, Galerie Tokio, Restaurant, Verkleidung, Schala, super. Und auch weich, wenn Kinder fallen, das sind Behinderte, sie können manchmal auf die Wand fallen und so. Und dann habe ich vorgeschlagen, mit Filz Matten zu verkleiden. Da gibt es auch eine Manufaktur, die macht große Waren aus Filz, können jegliche Farben machen und Merino, ohne Merino und so weiter. Oder. Ja, und dann ganz pragmatisch, Sicht mit der Klasse, das ist nicht, wenn wir Grundriss anschauen, dass diese Klassen nicht abgetrennt sind, sondern einen Sichtbezug haben mit dem Korridor und auch mehr Licht, natürliches Licht dann ins große Gang kommt. Und dann war wichtig auch, das Kind soll lernen, mit den Händen zu arbeiten. Mathematik und Sprache, es ist Priorität Nummer 3. Und die erste Priorität ist, dass sie etwas mit den Händen schaffen können. Und da habe ich bei jedem Klasse dann Brunnen eingebaut. Genau. Ja. Und im Klassen ist es umgekehrt, diese Steine sind dann auch als Sonneneinfall. Also das ist die Sonne geht dann schön diesen Wand entlang und dann kann die Sonne auffangen und dann aufwärmen. Und Fensterbank hier auch aus Kunststein, nicht Naturstein, günstiger und dunkler. Und unten dann Stampflehm. Also die Idee ist, dass unten auch die Sonne einfällt und diese Stampflehmwand beheizt. Das habe ich schon hier gemacht, so, das war super. Funktioniert in einem Tiny House. Ja, und für mich war wichtig auch, dass mich der Örtliche, der das bauen kann, versteht. Dann muss man sehr viele Zeichnungen erstellen, sehr viele Sitzungen machen online und
in 3D und alles wirklich fragen, ob er wirklich alles verstanden hat und was er meint und ich auch, was ich meine. Und was vor Ort vorhanden ist, zum Beispiel diese Breite, ist auch nicht einfach so, weil es gibt nur 6 Meter lange Holzer dort. Das Maximum, da musste ich dann die Tragstruktur dann abfangen und so weiter. Und die mittlere Wand ist dann die Stammfirmwand. Genau, hier ist die ganz große Stammfirmwand. Dann hat bis jetzt dort, also mit dem ich baue, noch nie so eine Stammfirmwand gemacht. Da habe ich ihm das Bild gezeigt, ich würde gerne das und ein paar Referenzbilder. Und da hat es ihm gefallen und hat er gesagt, ja, ich möchte das auch machen. Da habe ich gesagt, ja, das ist sehr arbeitsintensiv, sehr viel Arbeit. Da hat er gesagt, keine Angst, wir haben Leute. Wir haben, bei uns ist das Maschine teuer, also Maschinen und Material, aber Arbeitskraft ist noch günstig. Und was ich gemeint habe mit der Verbesserung von örtlichen Bau, also von örtlichen Erfahrungen, das heißt, ich habe dann einfach geschaut, wie er baut, also wie er das macht normalerweise. Und dann habe ich geschaut, okay, wir müssen hier das machen, sonst gibt es Wärmebrücken und dann geht alles kaputt. Oder wir müssen überhaupt die Dämmung hier noch weiterziehen, die Fondation dämmen, dann, damit das hier der Boden nicht kält, die Kälte kriegt, oder? Und auch Bodenplatte besser dämmen. Also so auf ein paar wenige Punkte geschaut und auch beim Umsetzen verlangt, dass es nicht vergessen geht. Oder auch solche Maßnahmen, ja, welche Höhe braucht es für eine Küche, dass das Kind das selber abwaschen kann. Und das sind so, was ich bringe. Aber vom Handwerk ist das ist vor Ort, sie wissen schon, was sie, wie sie machen. Und was ich gelernt habe, ist einfach Demo aufs Dach. Ich mache hier mit Holzweichfaserplatten, mit Zellulose, mit Isoflog und sehr verwöhnt von Materialien. Und was sie machen, ist Holzspäne, 10 Teile, 3 Teile Lehm, das alles in Pulverform und 0,3 bis 5 Kalkpulver. Und Kalkpulver macht Desinfizierung und Lehm macht Konservierung und Holzspäne macht Leichtigkeit. Also das sind so Rezepte, die ich selber auch lerne und einsetze. Oder ich bringe zum Beispiel so kleine Spiele ein. Lasst uns das machen. Das sind so zum Beispiel so kleine Öffnungen auf der Ostfassade. Wenn die Sonneneinfall vom Morgensonne reinfällt, dann hat man ein schön buntes Bild im Eingangshalle, also im mittleren Teil. Und dann bringe ich solche Sachen. Und dann frage ich, ist das machbar? Welcher Durchmesser? Ist das viereckig besser oder rund? Und dann zeichne ich das so auf meinen Plänen ein. Ja, hier würde noch ein Video sein, aber ich glaube, ich mache das erst am Schluss. Das ist jetzt beim Bauen. Das geht ziemlich schnell für mich als Schweizerin, also jetzt hier zu sein, weil dort scheint auch viel mehr Sonne, wie ich schon gesagt habe, und weniger Niederschläge. Hier hat es schon dreimal geregnet und dort scheint immer noch die Sonne. Und dann können Sie im Trockenen weiterarbeiten. Genau, und jetzt mein Lieblingsthema, nämlich Lehm, textiler Lehm, also Filz. Damit ihr euch nicht langweilt, kann ich euch anbieten, die Muster vielleicht so anzuschauen, anzufassen. Das sind so textilische Lehm, die ich meine, Filz. Also das lässt sich sehr gut verarbeiten, ganz einfach. Es braucht nur also die Struktur vom Fasern sehen wie Schuppen aus und dann kann man die einfach ineinander reiben und dann machen sie sich, binden sie so eine Fläche. Und dann zum Beispiel hier Polyester ist ganz glatt. Und die ersten sind dann Wolle. Das sind meine kleinen Spielereien. Und ungewaschene Wolle kann man beim Bauern für 10 Franken pro Sack, großer Sack, kaufen und experimentieren. Und wenn es gewaschen ist, dann ist es ein wunderbares Material. Es braucht nur Seife, Wasser und Hände. Dann könnt ihr dreidimensionale Sachen machen. Und auch Matten und auch eine Künstlerin von Lyon, wo ich ganz zufällig in ihrer Galerie war. Man kann wunderschöne Sachen machen und auch Gestaltungsmöglichkeiten enorm
auch farbig. Und was ich gemeint habe, Erfahrungen ohne Grenzen teilen, also teilt euer Wissen, teilt eure Erfahrungen. Wir müssen, je mehr, desto besser. Und hier zum Beispiel, ich werde nicht so viel über dieses Bau erzählen, außer dass ich hier sehr stolz bin auf so eine strukturierte Decke aus Beton, die ich machen konnte, weil die Arbeit sehr günstig ist und auf Beton muss man sparen. Sie waren dann 2 Wochen dran, diese Schalung zu machen. Das ist ein Gewerbe- und Wohnhaus für meine Familie, Passivhaus. Und das habe ich letztes Jahr fertiggestellt, sehr schnell geplant, sehr schnell gebaut. Und die Wohnung, ganz typische Bauweise übrigens in Kirgisistan. Und am Schluss verkleiden sie, dann machen sie eine untergehängte Decke, damit man diese Teilungen nicht sieht. Und für mich war das sehr wichtig, offen zu lassen. Und dann das Wissen teilen. Also ich habe während diesem Bau Online-Kurse geführt, ich habe ausgeschrieben, der Bau geht los, ihr könnt die Baustellen besichtigen und auch ich zeige euch Pläne, wie mache ich das, also ganze Schnitte erklären und Aufbau erklären. Da haben sie sich am Anfang etwa 50 Leute angemeldet, nachher 30 und am Schluss blieben es nur 13. Und dann habe ich während 4 Monaten dann jeweils jeden Mittwoch am Abend 1,5 Stunden Lektion geführt, online, via Zoom. Und sie konnten dann am Wochenende das anschauen gehen. Und die Idee war, ich zeige dann, wie die Fenstermontage, gute Fenstermontage aussieht. Was ist das, eine Feuchtigkeitssperre und all die Sachen. Und da waren auch Architektinnen, Absolvierte, Studentinnen und auch Bauherren. Und dann haben sie sich einander gefunden und dann eine Architektin hat für andere Teilnehmer das Haus gebaut. Also alles, was sie erlernt haben mit dem Kurs. Und dann wurde das auch publiziert und ersten Winter jetzt waren alle, die da über dieses Haus wussten, ob das funktioniert, ob das wirklich nicht so viel heizen muss und das hat funktioniert. Und jetzt sind alle gespannt, ob das im Sommer funktioniert. Ob das nicht so heiß wird mit so vielen Fenstern. Ja, Video-Tutorials. Und ich zeige jetzt ein paar Videos, die ich... kompliziert. Okay. Ich habe etwa 1,2 Geschwindigkeit erhöht. Diese Videos habe ich vorgestern bekommen, wie die Baustelle jetzt momentan aussieht. Das macht mein Baufachmann. Der baut eben mit Stroh, Lehm, Holz, wie er kann. Und wir haben uns beschlossen, wir machen eine Ökofaktor-Besteck-Gründung. Weil für mich, zu mir kommen Leute auch von Kirgisistan, sie brauchen eine Planung von mir und Leute gehen zu ihm. Und sie brauchen ein Haus von ihm, die er baut. Und jemand hat von mir gehört und geht zu ihm und so weiter und so fort. Und da haben wir uns entschieden, wir werden, ja, ich mache die Planung, er baut dann vor Ort. Und er macht aber die Erklärungen dann auch. Und jetzt das vielleicht schnell. Ja, ich mache so kleine Tutorials, so kleine Videos zu verschiedenen Themen, die ich in der Schweiz sehe, die Lösungen, und mache das meist auf Russisch, also versuche auch ab und zu auf Kirgisisch zu machen und erkläre so
wichtige Sachen, die wichtig sind für ein technisch gutes Haus. Und das ist eben für mich Spaß im Beruf zu finden, wo mich reizt, es viel mehr zu beobachten, viel mehr zu schauen und machen. Wir haben ein paar Möglichkeiten für Befragen. Gibt es ein paar Fragen direkt an die Referentin? Also mich würde ja brennend interessieren, wie baust du eigentlich in der Schweiz? Du hast das eine Gebäude gezeigt im ersten Teil deines Vortrags. Das ist zum Building of the Year von Swiss Architects, von den Lesern von Swiss Architects gewählt worden letztes Jahr. Mhm. Wie stellst du dir das vor? Also wie möchtest du hier in der Schweiz bauen? Möglichst mit wenig Technik. Möglichst einfach. Und ich hatte nach diesem Umbau in Baumach hatte ich auch noch eine Anfrage in Uster, auch ein Umbau. Und da war praktisch schon vieles vorhanden und ich konnte nicht viel machen. Und ich hatte so viele Schwierigkeiten, etwas zu verändern. Da habe ich am Schluss den Auftrag verloren, weil ich zu langsam war. Also mir wichtig ist einfach möglichst mehr einfach zu bauen, einfach, ja, weniger Technik. Und du bist jetzt umgezogen, du hast dein Büro in Winterthur gegründet, nach deinem Studienabschluss dort. Mhm. Jetzt bist du nach Lausanne gezogen. Mhm. Wie funktioniert das? Du bist jetzt von einer Sprachregion in die andere gewechselt? Ja, ich habe in Winterthur allen Adieu gesagt. Ich ziehe aus, ich gehe in Westschweiz. Plötzlich habe ich gemerkt, ohne Sprache ist es nicht möglich und jetzt habe ich mein Büro also doch in Winterthur belassen, damit ich hin und wieder vielleicht Aufträge kriege vom deutschen Raum, bis ich Französisch und Englisch kann. Es ist ziemlich schwierig momentan, ja, mit den Aufträgen. Und bin ich auch ein bisschen anspruchsvoller. Ich könnte natürlich etwas vielleicht nehmen, aber was nicht spannend ist, mache ich nicht so. Warte lieber ein bisschen ab. Diese Durststrecke überwinden. Und den Auftrag von Stefan habe ich letzten Oktober definitiv eventuell verloren. Also verloren, es wird nicht weitergebaut. Die Bauherren sind zu alt. Und sie haben sich entschieden, ja, sie machen lieber die letzten Lebensjahre noch in Ruhe, als mit Rechnungen beschäftigt zu sein. Und 2 Jahre Arbeit wird nicht realisiert. Aber sehr viel Erfahrung geholt, auch im Umgang mit Anwälten. Und ja, es ist an der Seeküste, also Zürichsee, 15 Meter vom See, privater Strand und entsprechend auch die Nachbarn sehr kompliziert und es geht nur über Anwälte. Kannst du ein bisschen von deinem Publikum, deiner Videotutorials erzählen? Für wen machst du das? Wer schaut sich das an? Also das gleiche Problem, wie ich hatte, auch als ich 6 Jahre in Kirgisistan Architekturstudium hinter sich hatte. Ich konnte nicht mal ein WC in ein Haus reinbringen, weil ich wusste nicht, wie das konstruiert wird. Und genauso sieht es wahrscheinlich immer noch aus, wenn ich Architekturausbildungen dort anschaue, sind mega fantasievolle Projekte und sie machen nichts im Detail und sie wissen nicht, wie der Zusammenhang vom Wand, also zum Beispiel, was ist eine aufsteigende Feuchtigkeit, wieso zerplatzt die Fassade schon nach einer Woche, solche Sachen. Und ich sehe, wie in der Schweiz das solid gebaut wird, also technisch sehr gut. Dann teile ich dann solche kleine wichtige Details mit an meine
ich weiß nicht, wer eigentlich schaut, laut Instagram, wo ich ab und zu schaue, wer da alles geliked hat, sind zwischen 25 und 35 Frau, Mann gemischt und ich hoffe auch Architektinnen sind drin, ich glaube schon. Also ich bin eher auf Bauherrenseite orientiert, weil die das stellen, sie müssen wissen, was sie für ihren schwer verdientes Geld bekommen müssen. Weil es kostet viel, dort zu bauen und die Honorare von Architekten, von Ingenieuren ist hoch, meines Erachtens, für das, was sie anbieten. Und ich habe gedacht, es ist sehr schwierig, an die Planenden ranzukommen, weil sie sagen, ja, wir machen alles gut. Und dann die Bauherren, die müssen einfach sehr viele Fragen stellen. Und ich sage ihnen, habt ihr das gefragt? Weißt ihr, wie das gemacht wird? Und wenn der Planer, also der Architekt das nicht machen kann, dann wechseln. Also ich bin ein bisschen vielleicht die Böse für die Architekten dort. Aber ich merke jetzt, die jüngere Generation ist mehr interessiert. Die sind mehr offen als meine Kollegen. Also meine Schulkollegen sind alle. Sie sagen einfach, wir machen alles schon richtig. Du erziehst also deine Bauherren systematisch deine Ansprüche ans Bauen zu teilen. Absolut. Und versaust den anderen den Markt. Genau. Das ist super. Genau, weil Konkurrenz treibt, jetzt sehe ich auch in Instagram, Leute reden mehr, sie schreiben in ihren Profilen, wir machen nachhaltige Bauten, wir machen passiv orientierte Häuser, also es läuft schon etwas. Also diese, weil viele, die Geld haben, kommen zu mir dort und sie möchten auch etwas für ihr Geld haben und dann publiziere ich das natürlich, sage, hey, ich habe jetzt diesen Projekt und das reicht schon anderen und diese Konkurrenz will ich schaffen. Also um das richtig zu verstehen, die Video-Tutorials sind eigentlich nicht Do-it-yourself-Anleitungen, nein, sondern sie sind wirklich eine Art baukulturelle Bildung für Bauherren. Mhm. Gut formuliert. Ich wusste das nicht, wie zu formulieren ist, richtig baukulturell. Weil in der Schweiz gibt es sehr viele Informationen. Ich finde, es gibt viele Zeitschriften, oder die Details und all diese, was ich auch früher gelesen habe. Und da holt man schon Informationen über Details. Auch ein Laie versteht auch viel mehr hier. Und dort, alle denken, wenn jemand sehr, sehr studiert hat, dann weiß er sicher, wie er das geplant hat, aber in der Tat leider nicht. Vielleicht letzte Frage. Du hast. Hier gibt es eine Frage. Wie heißt man das? Hallo zusammen. Ich komme ja eigentlich auch aus Kirgisistan ursprünglich und ich sehe jetzt einfach, ich finde es einfach super, diese Tutorial-Cycle von dir, weil ich kenne ja eigentlich auch die Situation mit dem Bau dort sozusagen, oder? Und ich sehe das jetzt wirklich wie eine Art Know-how-Transfer, was du machst eigentlich und dass die Leute dann auch verstehen, das Wissen vom Bauern, oder, was du hier gesammelt hast und dass sie in diesen kleinen Tutorials sehen, okay, also dass diese Sachen sind wichtig, vielleicht, wir haben jetzt eigentlich auch mehrheitlich dort Selbstbau oder auf dem Lande vor allem, da wird einfach gebaut, wie man es kann, womit man kann. Und ja, finde ich jetzt eigentlich eine super Idee und ich glaube, das Publikum ist eher vielleicht die Leute in Kirgisistan, oder, und nicht die Leute hier in der Schweiz, weil das ist schon ein bisschen eine andere Art. Interessanterweise habe ich das auch so gedacht. Ich habe auch so gedacht, dass in der Schweiz viele Leute schon vieles wissen und ich muss auch nicht. Und es gibt hier 14.000 Architekturbüros und davon sind 90% selbstständige wie ich, 1 bis 2 Personen oder 1 bis 9. Und darum gibt es ja viele Architekten. Aber anscheinend. Diese Themen über einfache, also über wichtige Sachen sind irgendwie nicht vorhanden. Auch bei jüngeren Generationen von Architekten hier habe ich festgestellt, also jüngeren oder auch älteren vielleicht. Also ich finde, ich habe ein Interview gegeben an eine Journalistin hier und dann habe ich von diesen Sachen erzählt, habe gesagt, ja, du weißt das schon, sie hat gesagt, nein, ich wusste das nicht. Also es gibt schon hier auch die Wissenslücken, die man auch mit denen fühlt. Also können wir erwarten, dass es demnächst solche Video-Tutorials gibt für die Schweiz? Ja. Super. Ja.
Müssen wir mal dem Bundesamt für Kultur sagen, weil die haben eine Abteilung Baukultur, vielleicht könnt ihr das ja fördern. Super. Wir danken und herzlich, Saika Zunischowa. Dann werde ich jetzt auf Englisch umswitchen. I would like to introduce our second speaker, Christina Gamboa. Christina Gamboa is a young Spanish architect who studied architecture at the ESAP in Barcelona, and in 2014, together with 14 other graduates from the school, she founded an office as a cooperative. This is called La Colle, and the idea was really to produce architecture together, a little bit like they did at the university as a collective, and they wanted to keep this type of collective way of working, and they started immediately with a project which took them a couple of years to build. It's a famous project by now, it's called La Borda. And it received the most important architectural award of the European context for young architects, the Misa Noroa Prize for the Emerging Architect. It's, I think, Spain's first cooperative housing project. And ever since it was built, it has been visited many, many times by housing politicians that want to understand how do you work. How do you make a residential building as a cooperative? How does the economy work? How does it influence the typology of this building? And it's a really, really amazing building. I've had the pleasure to visit it. And I think she will tell us all about this experience and the approach that her office is taking in general. Christina Gamboa. It's a pleasure to present our work here in Switzerland, in Basel, a country and an architecture that we really have as a reference, so it's a pleasure. So the presentation, it's titled It's Community Infrastructures, and this is, sorry, I think it was one slide. So this came from the mission that we have as La Colle. After some years working together, we kind of wanted to discuss a bit about kind of the experience and also kind of the path. And this moment we defined that as I said, this mission, we want to generate community infrastructures for sustainability of life. And basically, we understood this idea of infrastructures as a more kind of as a system, as an institution, as a project, as a device that the society have in a certain way to establish certain new practices. You know, this idea that these community infrastructures, which are controlled by the society, by the people, by the communities, are tools for ecosocial transition, understanding that we have to move to a certain new protocols of using, of living certain new practices and rituals. So it's to arriving to this idea, it's to architecture, cooperativism, and participation. So in this sense that architecture is a medium for us to fulfill certain values and goals and understanding of the discipline. And this is something that basically learn from from we came from. So as students, we established we rented a local, a place in the ground floor of a building in the neighborhood of Sants. Neighborhood that it was in the outskirts of the city. I don't know if I can, well, in the outskirts of the city, outside the historical
center. Basically, it was a formal industrial area. And basically, it was the neighborhood came after the industrial activity. And with the neighborhood, with the housing and the workers' activity, new institutions started to emerge. And this is an image from Yeltsin-Senka, where cooperative of consumers, which in that sense, these buildings became kind of spaces of gathering, of mutual help. And it was kind of the opportunity to collectivize certain needs. And basically, which is also interesting, that it was the strategy that the workers had to provide decent and affordable food, and also started to be also a place of introduce certain measures like welfare measures, such as education, such as economical support, when there were strikes to fight for the rights of the workers, etc., etc. And basically, this is also generates certain identity in the neighborhoods. And through the collectivization of the consume, and also this started to be kind of the collectivization of the production, this kind of form ecosystem of cooperative. And this is something that it's really on the mind of in the office and also in the neighborhood, this idea of a cooperative neighborhood that tries to understand in the scale of the neighborhood how we can fulfill the different needs of the society, of the neighbors. So when we start, sorry. Okay, when, oh now, yeah, sorry. So when we started to work basically in this area, in the neighborhood of Sants, this was the opportunity to bring to the reality, to start to think also the role of the architecture, the role of the architect in the construction of this cooperative neighborhood. And this came also with the, because all this heritage of cooperativism, it's already existing in the neighborhood with different social movements, these different neighborhood associations, also social economy network. And we were involved in all this movement as part, one part more of all of them, of this change. And there were one of the last main industrial area to be reconverted in the city of Barcelona, which is Can Batlló. And Can Batlló was kind of the final work of three of the members of La Col, and also became a school for us. And basically, in Can Batlló, it was an opportunity for us to understand the protocols of urban transformation. Can Batlló has been a bottom-up experience, a paradigmatic bottom-up experience of the city transformation, where the neighborhood take the initiative, or took the initiative when the municipality has no ideas, has no budget in the middle of the crisis. This was 2011, when also it was a political change with the Occupy movement in the squares, and also something that also grow in the different neighborhoods of the city. So with the involvement of the neighborhood, of the neighbors, understanding the skills, the capacities, the resources that we have even in the inside the blocks, we also understood new protocols of provision architecture. And arriving to understand how with specific interventions inside the blocks, we can change the usage mentality of the architecture, and also became all these spaces are learning about new protocols of management of the city, of what is was common. So through different agreements between the public, the community, and the cooperative stakeholders, Can Batlló started to be kind of self-managed by the neighborhood. And this was also an opportunity to different projects grow from here. So this was kind of also a learning to understand how we can be involved, understanding the needs, the special needs of the community, and kind of bringing our knowledge to transform to all those areas in different scales. But also being part of the negotiation and make people understanding the planning, the tools, etc., etc. No, like making more democratic the urban and the architecture, the urban planning and architecture. And from Can Batlló, from Can Batlló, many small projects started to emerge. As we were looking, it was kind of a meeting or the gathering space, but suddenly new projects such as this one. This is kind of the first and second phase of Coopolis, which is a social economy incubator. And this is the kind of project that we understood as a community infrastructure. This was an initiative that came from the neighbors with the implication of different projects and cooperatives, trying to implement in Barcelona a spot, a place where
the social economy was explained, was spread. So here it was a temporary use of the space, and we had a small budget, basically to generate certain boxes to intervene with a small interventions to increase the quality of the space, such like you can see in the section, the different chimneys to increase the ventilation, and also these boxes to reduce the areas that we have to heat to have comfort. So all these interventions in the roof, the interconnection of different spaces, and these boxes that I was saying, also in relation with the connection with the street. And basically, this was something that it was created, promoted, and managed by the neighborhood, the neighbors, constituted in a new institution, such as Coopolis, and financed by public, so with funding from the municipality and the Catalan government. And also it was itself a process of intercooperation, because this kind of boxes that we have here, it also has been built by a cooperative of carpenters that are already established in Campbell. And from all these alliances, another project from the social economy also has been developed in Sants, and this is La Comunal, which is a cooperative culture hub, and it's also the place where La Col is allocated. And basically, this is also an infrastructure that it was kind of begun because many cooperatives were needing a space in the area, so it's infrastructure that allows people to work and to be able to also to stay in the neighborhood, when also the presence of the locals and also this kind of all this gentrification is also affecting the production and the economical projects. And basically, it's again kind of a really a cubuntur strategy. It was an existing building with a high level of heritage, and basically we were kind of intervening in between spaces. So there are kind of three blocks and four blocks, so we were allowed to intervene in the interior and also in these in-between spaces, because the facade was all protected. So basically, this was an opportunity to understand how an industrial former building could become offices, and how also this initiative that came from different cooperatives, constituted in a second level cooperative, could also become a space open to the neighborhood, and understanding this social return and this opportunity to introduce a new square, a space where culture and activities are developed, but also the people who is working in the neighborhood to remain in the neighborhood. And also the opportunity to start to understand the environmental approach to architecture, maintaining the existence, introducing kind of environmental devices like this greenhouse, and in these individual spaces, the stairs, the services, toilets, offices, just kind of the minimum infrastructure to allow the main spaces inside the blocks to remain as much as possible as they were, just with outdated installations, and then each project to basically adapt the space as they need. And this is La Col. So with La Comunal, with Coopolis, is this kind of projects that emerge with a kind of individual needs in a certain moment that in a collective way can be fulfilled and can be kind of solved, but also establishing projects with a high level of autonomy and also autonomy from the municipality in certain moments, from the market in certain way that is that we understood. But basically, as also that Andreas was introducing, the main infrastructure, I think, that nowadays that we feel that there is a huge potential is in terms of housing. And this is the Assembly of La Borda Housing Cooperative. In the city of Barcelona, where we have only 1.5% of social housing, with an increase of the international real estate markets and it's kind of a space of speculation. The right of housing, it's really, really complicated. So how we can understand all these tools, all these ideas, to try to implement a new model of management, construction, and ownership of housing. And this was the opportunity to start knowing more about cooperative housing. And basically, when we were studying the information about the housing context in Barcelona, it was also important to understand that it's not only about the ownership, but it's only about the right to the city, it's also about health,
link to the stability of housing, to the evictions, but also link to energy poverty, because in Spain we have also a huge increase of the energy price. So this idea of infrastructure for a sustainable living was linked to the health, to the comfort, to the idea of remain in your neighborhood, in your community. And this was also again an initiative that came from the citizenship, understanding how this kind of the cooperative system and the third sector is kind of operating between the market, the community, and the state, giving kind of alternative solutions. And basically, I think that here in Switzerland, you know also a lot about cooperative housing. This was completely new in Spain. So basically, the idea was to introduce this this model, which was non-profit, based on collective ownership and the right of use. So you are user for your entire life of one of the flats, but you are not the owner, so you cannot exchange or speculate. So this was the key mechanism. But the important thing was how this kind of project was kind of also led by the community. It was trying to be as affordable and inclusive as possible, sustainable and replicable. And with this idea of replicability, it was again linked to cooperativism, linked to social economy as a way to produce social market, social economy, and circularity. Wow, sorry, we had problems with the phones, and it has been everything moved, but basically the main issues was how the characteristics of the model from the self-development, the community interaction, the collective ownership, sustainability and affordability was kind of characteristics of the model, but also the main ideas and vector for the design. So each of these special characteristics has a response in terms of the architecture with the user and involvement of the knowledge and the involvement of the user, the redefinition of the collective housing program, understand how the collective ownership is also asking for an open infrastructure that can be adapted through time, awareness construction as a passive abstractor and active user, and basically the reduction of cost, simplicity, phases, and challenging standards also as a way to fulfill all these kind of criteria. And starting by the participation, also, as I was talking about, this need of cooperation between the different stakeholders, from the construction to the clients, this idea of building trust, building a transfer of knowledge and empowerment of the group was really crucial. So the architecture, like with the different milestone in the upper floor, was totally in parallel to the discussions about the legal and the finance development, and also with an organizational structure that was kind of growing and being more complex during the architecture and the construction. So basically, all the decision was taken by the General Assembly with different committee and working groups, which with some of them it was architecture, communication, model of familiarity, economic, and also this was kind of the mechanism that linked the community with the technicians, which was kind of outside, no? Many of them cooperative, so this idea of a model of intercooperation and to reduce social economy as also a way to require of technical assistance to the group. And this also, from this process of link the needs of the user, the different access of the development, but also a strong relationship and discussions and struggles with the regulations and the municipalities was also crucial. At the same time, with the different agents and collaborators from the environmental consultancy, the structural engineer, the acoustic, etc., etc., trying to fulfill all the criteria in the process, and again with the trust and the involvement of the user, also taking risk, and this idea of the trust was crucial. Decodifying architecture, the drawings, the language to make it accessible, introducing new tools to intervene and to decide in the different stages of the project, from the design, even sometimes the construction, to the management. And basically, I would say that the key point in the participation was the definition of the program, understanding the program also as this transition from the public to the private, and understanding that La Borda, which is allocated in this limit, in this boundary from the industrial area, has also to understand these different grants. So the neighborhood has certain facilities. In Campbellio there were also certain facilities such as library, workshops, auditoriums, etc., etc. So which kind of spaces do we have in La Borda? So basically, it was a matter of understanding the
the domesticity that we have in individual flat, how this can be split and reorganized, which kind of areas from the domestic can we collectivize, and how this is going to be reallocated, thinking in this transition from the public space with a passage that connected the historical area with Campbell, arriving to the most public areas with a cooperative of consumers in the ground floor, the common areas next to the park. So from the public to the community spaces, arriving to the courtyard that connects with the private spaces and the units in the upper floors. Everything with just the compactness of this atrium that was kind of closing, but basically this transition from the public with this cooperative of consumers and the passage, arriving to this to the entrance with the courtyard, where we can have in the left side the collective kitchen, which is also this threshold between also the park, allocating in the facade of the park the most private areas of the community, but also places that will in a way appropriate from the surrounding, and leaving in the facade of the street this shop that will also give life all day long. No? And this was kind of the first, the ground floor, arriving to the second floor with this multi-purpose room that will have, because it's not now not built, the laundry, and also in the other side, next to the stairs, two guest rooms. So all these are infrastructures that we, in a way, are kind of taking from the domestic. So, of course, all flats has a kitchen, but the kitchen is smaller because we have a bigger kitchen. The laundry is totally collectivized. This kind of empty room for visiting, for people who are visiting us, sometimes we have at home, almost always empty. We can put it in common, so the periods of this guest room. So, and all these strategies link to this courtyard that also has this green this greenhouse that became an environmental device, was part of this work with sustainability. And we have, because at the same time, we understand that, and we can go, this is kind of the courtyard that connects all the flats, which also this protection of the courtyard allows the appropriation, the use, and this idea that new home is kind of in a continuum from the ground floor to the more private room, and outside these different terraces and as domestic areas of drying clothes, of gathering, etc. And also all these kind of aesthetics of the materiality of all these technologies. But precisely, this idea of the program, as I was kind of mentioned, was the first step also in terms of environmentally. So if you can reduce the demand by collectivizing certain areas, by understanding that the units, which are maybe smaller, are the pieces of the maximum comfort, and the multi-purpose room and certain areas are in between a situation, it's also a matter of that allows this idea of the reduction of the demand as the first step of the project with the program. And then, once we have done this, we start with the different passive strategies. This idea of the densification of the south facade, where the regulation allows us to build six floors, and a really narrow north facade, where the regulation allows us to build only four floors, with the common areas in the lowest area, which are areas with the noise of the street, with less direct sun, etc. So also the organization of the program is part of this passive strategy, with this greenhouse, which is kind of the core of the community, but also became an environmental device close to the winter, and the people like ventilate from this in between space, from this atrium, and totally open and with a chimney effect in summer. And once the program is defined, the passive strategies were also defined, we enter to the typology work, which basically was a matter of understanding the different needs that the user had. So there is people from 20s to elderly people who is living alone, couples and families, and this is something that will change through time probably. So the idea of generating an open infrastructure following Habrakian theories was through a matrix of spaces of around 17 square meters, which can be connected. So basically from 40 square meters, which is the minimum unit, to 60, 80, even a discontinuous unit. And this was kind of the first step of this system. And then the facilities inside the unit, which basically is the
bathroom and the kitchen are going to be decided, specifically the kitchen, which is the furniture that has the more specific use, is going to be decided by the user. But then, through time, and with lighter divisions, the furniture, the users of the spaces will be defined. So we are not talking about the living room or a bedroom. Basically, we are talking of the different spaces. And each user will define through time, through kind of their needs. And this is one of the floor plans that shows all this kind of matrix of spaces with the position of the fixed furniture, which is kind of the bathroom and the kitchen in the middle, and then something that will change in each floor. We can see the configuration of the different apartments in each of the floors with different people, which is something that even still today has already changed. So this flexibility through time, something that has been already tested and changed. And we can see here that when we started to discuss about the structure, we were asked by the community to discuss, to study a concrete, metal, and wood structure, and it was interesting to understand how this matrix of spaces can become a structure. And basically, we decided to build it, and the community took the risk to build it through wood. So basically, it was with this kind of a small distances and this kind of idea of the room also allows us to optimize the wood structure, making quite affordable, despite it's quite expensive, at least in Spain. And it was interesting to understand how the changes in the future has been already thought and designed. So all the woods has all these kind of connections in order to increase or decrease the floods. So you can see kind of the different directions of the project through the structure, and then the different kind of layerings to fulfill the acoustic, fire, etc., etc. But as we have a really low budget, it was interesting to understand each detail of the project, how we can simplify again. So basically, we kind of finished the building with a really naked flat, as we can see in these images. Basically, a concrete slab, a concrete pavement to give inertia, mass, also to keep the energy of the sun. All the kind of the floor, the floor, you can see the wood, and in the walls we have these different protections. And then the user is going to decide if they take or kind of close one of the spaces, or they are living as a kind of a living room or connected. They are painting and finishing the different infrastructures, arriving to this image, which is just one of the flats, and we can see the simplicity of the design. As I was saying, like this matrix of walls, this really simple concrete pavement, and also these terraces that are all connected with this simple also shadow system. So kind of a really passive strategy with the windows that allows the sun and the energy of the sun. And so a passive strategy with a really active user that will always try to ventilate, close, and use the shadows, etc., etc. So we are looking to the south facade with this connection of the spaces. And now it's kind of each user has kind of a very different kind of, with all kind of their belongings, histories, and kind of needs. And part of this idea to reduce the cost was also establishing different, of course, challenging the regulations, challenging the standards, but also introducing different phases. So we built a Laborda with 850 euros per square meter. So this was this exercise that in each decision of the design we had in mind the cost. So it was this idea to try to invest on the structure and the main and the facades, or kind of the main elements, which will remain through time. And then the interior is something that can be adapted, but also the common areas. So once the people were starting living there, the common areas were has been finished through time. With self-construction, with reuse of materials, as the floor is basically the waste of the structure that we ask to bring it to Laborda as well as the panels, and we reuse them. And with the finishing of the common areas, kind of all these new practices, this the model of conviviality has been started to be implemented.
And at the same time, it's a social matter because it also allows this this interaction, but also, as I was saying, an environmental matter. So we are always trying to understand how the building is behaving, also trying to implement measures and establishing actions, habits, new routines to reduce the energy demand of the building, such as the temperature of the washing machines. And it's interesting to see how the simulations before, the theoretical simulations, are quite on the line of the reality. But we can even reduce more and more through this knowledge and awareness, and also being really active with the community to understand how to use the building. So it's also a matter that our work is not finishing after the design. We did many manuals and workshops to understand how to use it, but also this trial we are also trying to report every year after looking at the data and implementing new measures. And well, this was kind of a pure experience, as Andreas was saying, the first on public land in the city of Barcelona. But this idea of as a system that can be replicated is really important for us in any of the projects. In fact, the Coopolis, this social economy incubator, it's a project based in Barcelona, but with kind of that's also located in 7 more areas of Catalonia with other cooperatives, with other kind of social economy networks. And in terms of housing, it was essential to understand that it's not a project that fulfills the need of a community. The project, since the beginning, wanted to implement a model to make more affordable the housing in Barcelona. And with the entrance of Barcelona en Comú, this progressive municipality, the cooperative housing was introduced in the new housing plan. They established certain actions from different competitions and also a board where all the stakeholders are kind of discussing about the challenges of the future. And this allows us also to implement with the same principles more variations in different plots in Barcelona that we are accompanying new cooperatives, new communities to have access to their own cooperative, but also in the outside Barcelona, because also Barcelona is quite referential in Catalonia, so many other municipalities look what is doing Barcelona, and also there is a kind of an extended need of housing. So it's nice to see that also in Manresa and in other cities, we are starting to build new cooperatives. And basically to end, I wanted to show one of the last projects that we already have finished, which was one of the projects from the first competition that the municipality did. And I have to say that nowadays there are around 19 plots or existing buildings that the municipality has provided to the society, to the different cooperatives, to develop, and around, in a couple of years, around 500 flats. And well, we can see here in the middle, this kind of white building, it's La Balma. It was in a smaller plot, really compact area, like closing the existing perimeter block. And basically, it was a matter to understand with a kind of a similar process, because also the idea of systematization was really important for us. So, and the main challenge here was how we can provide spaces of interaction, how we can organize the common areas in a really, as I was saying, kind of a small and complex block, and kind of with kind of a more vertical relationship. So basically, this idea to understand how the corridors can become the terraces, can become also with an open staircase, can become this space. It was also a matter to understand how the community can be related with the surroundings, and having all those areas in the facade. And the facade is changing because we have a really noisy street in one side, in that side. So we have 3 corridors in the northeast facade, also as a threshold to the street, and the upper 2 corridors and terraces in the southwest facade, also as a threshold to the sun, which is something that we can see with this kind of depth of the facade. And also, this is becoming this space of gathering, of course of circulation, but also kind of the private terraces at the same time. It was also a matter of optimizing the space, also economical strategy again, and also allows how while you are moving around the corridor, around the building, from your flat to the laundry, to a common area, you are also kind of enjoying the landscape at the same time. Even the city, it's also kind of having an interaction with you.
and we can see kind of all these photos from also all the species inhabited by different units of different families that share this infrastructure. So La Borda was kind of an attempt with different strategies to realize kind of the potentialities of those models. With La Palma, we were kind of putting the effort in the typology, but also in all these circulations. And this was kind of one of the final images with Sutrak, which was a project close to La Borda with quite similar conditions, with in a certain way we can have kind of, but we have a southwest facade. So he was to democratize the south facade, making all the flats in the same direction, making the units almost all equal, and having these connected rooms, which are rooms complementary that can be used by different people in the north facade. So it was a matter to understand how a quite systemic structure can be adapted in each floor to different users, introducing an idea that also we learned from Switzerland, which is the idea of the cluster living. And this was also the first project that we could implement it, which it was one plan where suddenly we are reducing the units to having a common. So each project is an opportunity to redefine or to kind of experiment or to go a step forward in one of the axes of the project. And just to finish, I wanted to... Oh, sorry. It's the video. Sorry, basically... No, it's here. I have only to... Didn't you have... You have only to put here, I think. No. Ah. I don't know how to use it. Yeah. No, as I guess. It doesn't work? No, it's without sound. Just the kind of the sound of the street, but it's like this. Okay. And basically, I wanted to finish with this video, some images during COVID, because I think that this idea of infrastructure for a sustainable living that we understood in the broadest way possible, social, economic, and environmentally, was quite interesting to see how this was kind of behaving during the COVID, because it was a situation where the community could organize themselves to establish new protocols of care, to understand how they can understand the different kind of needs, different sensibilities, and in a way it was also exemplary how the community take the responsibility and care of the inhabitants, but also the implementation of the school for kids to allow them to interact between them. Also different kind of gatherings with distances in some moments, but also the infrastructure itself started to be used in different ways never imagined before, such a gym around the courtyard, such even a concert hall in a certain moment. And I think that precisely to see it in this way, it was for us kind of a huge kind of privilege as a way of testing the building. And I think that with this, I will finish. Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. Are there questions? I can lend you my microphone. Here's one. Thank you so much for the inspiring lecture. Also, Saiko, thank you. It was great. I have a specific question, actually. As you also already mentioned, the Swiss are familiar with the idea of the Genossenschaft or the cooperative. And there was an interesting study lately because there's a neighborhood which has been very much now developed by cooperatives, Wiesbüchel, where it showed the curve of the participation of the residents kind of rises quickly and is quite high up to the point where construction starts. So where building starts and then it kind of goes down. Some architects are quite happy about that, maybe I'm one of them, but some also wonder what would happen if this participation and this involvement, I'm just kidding by the way, this involvement would continue. And you showed the similar diagrams where you showed the participation, to which level it went. Did you ever also have strong involvement of the residents during the building, like literally constructing?
Well, I think that this it was in La Borda. It was a couple of moments during the kind of the construction, with where the inhabitants were kind of doing certain tasks in order to reduce the budget. And but this was always outside, kind of during weekends, and never combined with the professional construction company, and really specific. Of course, I think that we were having as a reference Uruguay, with a kind of a system where people have been building their own homes, and there is a matter that people, almost women and men and women, are working, most of the inhabitants. So it's really difficult to establish a process of a self-building in parallel or with a huge effort of time, because this means that people is maybe not working, and cooperative ask for initial down payment, so people has to have savings. So in one hand, it's a matter of time, and also, of course, the regulations, insurances, everything is really, really difficult in Spain. So in fact, we accept these spaces of self-construction because we were really involved in La Borda. We have a lot of trust with the users, and there were people with a lot of skills. There were a couple of carpenters in the community, and they also were providing tools, knowledge, etc., etc. So this was allowed during the construction, and with this, the second phases, I think in this building has been possible because all this knowledge. But this is something really complicated, also because of the regulations, because we have also etc. No? So we understood as a way of as a way to reduce the cost, but more with different phases, in a way like leaving the building naked and allowing the community after, like, the official works to continue them. No? So this idea of an unfinished building is something that we really enjoy and we really like it. But of course, each community is different. And in other communities, people feel less with less skills and ask for a building with almost everything finished. So it's kind of an open discussion, I would say. But once the building is built, is the community still active? A lot. How do they, how can you experience that? Because, basically, the community during the design of the construction has an architectural committee, now has been transformed to maintenance and self-building. But basically, there is a community that also has communication with, there is a group, a working group, which also is with communication with us. I have to say that in La Borda, four members of La Col are living there, so it's also it's easier to implement it. But in other projects, of course, we are also having a lot of strong also communication. And for example, in La Palma, where there are any member of La Col, they want to start doing some things, and basically we are in contact. But of course, as some architects are involved, it makes it easier to plan and even to design specific needs. But we are always trying to think which kind of protocol can be implemented and replicated in other buildings. But yes, this, I think with this committee, in one day every 2 months, the community is working in the infrastructure, in the building. So how often is the collective kitchen used? This was something that was kind of designed. During the design, we had different workshops talking about the model of conviviality. And understanding how it's going to be used, it was important to understand even the sizes, even the equipment that they need. And the idea was to start with one day per week. So basically, every Wednesday afternoon, one group of four people is cooking for all the people, all the community. So during COVID, people was kind of taking just the food to their units to reduce the contact. But since last September, they started to dinner there, and it's really beautiful because it's a space of gathering, and every day people sit next to another one, so it's kind of a space that enhances the community. And also the kids, because they are come to like 2 moments, at 7:30 kids start, and it's kind of a nice moment where all the kids are on the table, and 8:30 the adults are almost all there. And this is something also that all the food is by the people buys the food in the cooperative of consumers, so it's also a way to generate all these kind of links with the shop, with the neighborhood.
and yeah, for the moment once per week. But then there is kind of individual needs. So this is the moment of collective, a collective gathering. But then you can just book the space for a family dinner, lunch, etc., no? Or space for assemblies, meetings, or whatever. Has the, there's a question here. Thank you very much for your talk. That was very inspiring. I've got a question. Looking at La Borda, which is all built in timber construction, as you said, I wanted to ask what you spoke briefly about regulations and having a difficult time having to negotiate. I come from a UK context where it's extremely difficult to build housing in timber because of fire, obviously after Grenfell. And so I wanted to sort of ask, like, what was your relationship with trying to push through building with timber construction, especially with the idea of adaptability, where maybe compartment lines might change in the future, and how do you ensure that the units are, like, kept safe? Yeah. Well, I have to say that we have different relations with the regulation in certain moment of the project. I didn't mention that, for example, in Barcelona was, you had to build a parking. Every building has to build a parking. So when we started the project, we were 18 months fighting to change this regulation, because it was an issue linked to economic, linked to environmental impact, and also the model of mobility. And we managed to have a change in the regulation for other cooperatives. And in the case of the greenhouse, the municipality or the technical department said that the greenhouse has to be always open because you need to ventilate there. And we said, yes, it's going to be open, always open. So in a certain moment, we were pushing for certain changes. In certain moments, we took the risk to say, okay, it's going to behave differently. It's going to be closed with sensors, with a certain kind of programs. But we took the risk to challenge certain regulations when we think that they are not fair or they're not updated, because we have a really old regulation. But in terms of the timber, of course, when we talk about fire, we were kind of trying to fulfill, like to follow all the regulations. So the structure is prepared for the 90 minutes that is asked. Here, all the different layerings of the walls are helping for the wood, and also the concrete is working also in terms of fire. But we are sometimes challenging things linked to comfort. For example, I think that it's more difficult the acoustic than not the fire, I think, from my point of view. And in that sense, the regulation is preventing certain kind of noises, conflicts, and I think that when you have the community, you can discuss about that. And in that sense, we were kind of challenging the details in terms of acoustic, for example, because it was a matter of budget. And, but at the same time, with La Borda, we learn a lot about how we can build it to disconnect everything in order to, just because of the construction, increase the acoustic performance, for example. And in La Borda, I would say that we have a lot of, like breaches or kind of connections. We can sometimes hear us because we were kind of quite radical. In La Palma, we basically rotate all the structure in order that each flat is even independently in a certain moment, and then we are preparing the structure with this level of flexibility. So it was more that it's kind of an opportunity to understand from the parameters of the wood how we can use it in the design. And I didn't explain it, but in the case of La Palma, it's working completely differently to optimize the wood, to reduce the volume in terms of there are less walls, and they are working totally different, precisely for that, but are almost the same. We can see it in the ceilings. There are kind of the main facades with wood, but well, it was a matter of understanding which are kind of the conflicts, how we can solve it in the best way. But the regulations are there for changes, for changing it. It's kind of something that we are always kind of struggling, but it's not a kind of a limit, it's kind of an opportunity.
to work. You haven't really talked about the sizes of the apartments in Labora. You have, very clearly set typologies in terms of size and also rental price. Can you talk about that? Yeah. The minimum flat in Barcelona is 40 square meters by regulation, and this is why the minimum size in Labora is 40 square meters, which it was kind of the minimum flat, which it was also the size that we consider housing. So all the flats in Labora are registered as 40 square meters flats, and then all these in between rooms are registered and considered common areas of private use. And this is the legal mechanism that allows the cooperative through time change the sizes of the flats, because you are not inscribing and registering as a flat of 80, 60 or 40, are 28 flats of 40 square meters that can connect with one, two rooms, arriving to the 60 or 57, almost 60, and almost 80 square meters. But in the future, this idea that you can even have a room in another part of the building, because all the windows are doors in the courtyard, with this idea that even the flat can be discontinuous. And in terms of price, as I was saying, we built in this 850 euros per square meter, because the idea was to reduce the budget to make it affordable. And the total amount of the construction was 2.4 million. And the development with taxes, also the cost of the architects, everything, 3 million. And this, with the kind of the scheme, the funding scheme, at the end means that each unit has to pay an initial down payment of 18,500 euros, which is something that the cooperative returns to the family, to the person, if they leave the project. And it was to capitalize the cooperative. And then a monthly fee, that the medium size is around 490 euros, which is almost half of the market, I would say. But if you take in consideration that we are now paying more and more for the energy, I would say that the which is kind of the rent or the monthly fee is really low, but also the collectivization of the heating system, also kind of the contracts of internet, etc., makes also a reduction. And we are paying around 70 euros per month, between some months, because the water is kind of arriving differently, but basically around 70, 75 euros per month for all, like, heating, electricity, water, and internet. So at the end, with almost 560, you have all the cost of housing with the maximum comfort. But there's also bigger apartment sizes. Yeah, and for example, the smallest, I think it's around so the 40 square meters is around 370 or something like less than 400. So, and I think that the biggest one is around 600 something, but really, yeah, so from 400 to 600, more or less. And the bigger apartments are what size? 75, 76 square meters, net surface. Do you have a condition on how many people have to live in what kind of apartment? Only at the beginning of the project, we've said that one people cannot live in the biggest ones, and more than three, it's difficult for the smallest one. So it would say like the smallest one, 1-2 people, the medium between 1-3, the biggest from 2, and nowadays it is the maximum, I would say, it's a family with 3 kids, so, yeah. Good, well then we hope that the municipality of Barcelona learns a lot from this project and changes maybe some of the regulation. Yeah. Thanks a lot, Christine Gambler.